Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gerade unterwegs im Auto und die Kleine sitzt hier rechts neben mir. Ja, es geht heute für uns oder für mich zum Kieferorthopäden und meine Zahnspange kommt raus. Das heißt, ihr werdet hier in diesem Vlog mich das erste Mal ohne Zahnspange sehen. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Wir sind jetzt auch gleich schon da. Und ja, ich bin sehr aufgeregt. Das sage ich schon den ganzen Tag und Felix ist, glaube ich, auch schon ein bisschen genervt. Nö, alles gut. Genau, Felix ist dabei, damit einer auf die Kleine aufpassen kann. Ich habe sie jetzt gerade frisch gestillt. Ja, ich hoffe, dass sie das durchhält. Sie ist jetzt wach. Aber mal schauen, ob das klappt, weil es soll ja angeblich 2 Stunden dauern. Ihr habt mir beim letzten Video in die Kommentare geschrieben, dass es wohl nicht so lange dauert. Ich bin mir da echt unsicher. So, einmal schon die Spucke weg immer. Wie gesagt, die Kleine ist wach. Ja, also ich bin sehr, sehr empfindlich an den Zähnen und ich habe Angst deswegen. Dementsprechend glaube ich, dass das ja irgendwie schon klappen wird. Ich muss da sowieso durch, also es bringt gar nichts. Wir werden das jetzt schaukeln. Ja, für alle, die es nicht wissen, ich hatte die Spange jetzt 4 Jahre fast und ja, es wird langsam Zeit, dass sie rauskommt. Ich brauchte sie auf jeden Fall, also ich hatte vorher hatte ich 2 Jahre eine lose Klammer, die habe ich aber sehr, sehr selten getragen und deswegen wurde neben eine feste gemacht und ich bin auch sehr, sehr froh drüber. Also meine Zähne mussten auf jeden Fall gerichtet werden. Felix kennt mich ja noch so ein bisschen mit den schiefen Zähnen, die ich vorher hatte, und das sah wirklich nicht mehr schön aus. Ich habe es leider vererbt bekommen durch meinen Vater. Der hat uns nämlich fast allen Kindern seinen zu kleinen Kiefer vererbt und dadurch mussten mir auch am Anfang 4 Zähne gezogen werden, bevor ich die Klammer überhaupt bekommen konnte, weil mein Kiefer einfach viel zu klein war und die Zähne sich deswegen verschoben haben, weil sie einfach gar keinen Platz hatten, um zu kommen sozusagen, und deswegen hatte ich auch 2 Zähne hintereinander und mal einen so mittendrin, und ja, es war auf jeden Fall nötig, dass da was gemacht wurde. Meine beiden Schneidezähne hingen eigentlich hier oben, also fast unter der Nase, und ja, das sah wirklich ganz, ganz schlimm aus. Ich glaube, das kann Felix auch bestätigen, und genau, jetzt schauen wir mal, wie es gleich aussieht. Ich bin total gespannt und wir sehen mal. Echt Angst. Ich werde euch auf jeden Fall alles erzählen, wie das so war. Hallo meine Lieben, ich bin wieder da und ich habe keine Zahnspange mehr. Tada! Ja, ich habe gerade selber das erste Mal in den Spiegel geschaut und habe mich vorher nicht getraut. Aber Felix hat gesagt, sieht gut aus, ich bin nicht so zufrieden. Nächste Woche bekomme ich jetzt eine lose Zahnspange für die Nacht, damit die Zähne auch so bleiben und sich nicht verschieben wieder. Und ja, sonst glaube ich, gibt es nichts zu erzählen. Es tat ziemlich weh. Es hat 2 Stunden gedauert. Wir haben es nämlich jetzt schon 11:15 und ja, die Backenzähne waren am schlimmsten, also die Bänder abzumachen. Das tat richtig weh. Und das Abschleifen war halt auch nicht so schön, also es gibt wirklich Schöneres. Und die Sachen, die man halt alle bekommt, die schmecken einfach absolut ekelhaft. Also sowohl der Beton hinten oder der Kleberbeton, der hinten an den Backenzähnen ist, der schmeckt richtig widerlich. Aber auch der Kunststoff vorne für die Brackets schmeckt auch nicht so lecker. Aber wir mussten alles durchstehen. Der Kieferorthopäde war ziemlich vorsichtig. Außer die Ärztin, die nicht. Oh. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und ich habe die Kleine jetzt gerade angezogen, gestillt. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf die Baustelle, den Tag noch ein bisschen nutzen. Die Kleine ist wach und tot die ganze Zeit. Genau. Und so sehe ich ohne Zahnspange aus. Ist total ungewohnt. Oh, mal schauen. Für sie als würde die Zähne gleich rausfallen. Ganz, ganz komisch. Oh, die Kleine ist so süß. Nee? Guckt ganz aufgeregt. So, die Kleine hat sich voll gespuckt. Ich habe hier schon wieder voll Farbe in den Haaren. Die Kleine hat sich voll gespuckt, deswegen muss ich jetzt kurz einmal neue Klamotten holen.
ein Body. Zweiter Body. Ich habe immer gern unten einen Body zum Ersatz. Hatte ich jetzt natürlich nicht. Deswegen brauchen wir jetzt einen neuen. Dennoch schnell eine frische Hose. Welche nehmen wir? Welche nehmen wir? Die können wir mal wieder anziehen. Genau. Wenn wir das so mit. Eine Jacke. Eine Jacke. Welche ziehen wir denn da an? Die ist auch so süß. Die ist auch sehr süß. Soll nicht so dick sein. Ich glaube, wir können mal die hier anziehen. $4.99, was ist hier drauf? Oder fühlt sich noch ein bisschen. Ja, für unsere Zwecke reicht das. Wir haben da schon. Waren die hier? Oh, haben wir Glück gehabt. Zwei noch da. So, meine Lieben, wir waren jetzt bei Obi. Obi. Und so langsam habe ich mich an meine Zähne gewöhnt. Also, es fühlt sich nicht mehr so an wie am Anfang, sondern. Ist immer noch komisch, aber ich habe mich schon langsam dran gewöhnt. Ich habe jetzt gerade auf Instagram gezeigt und ganz, ganz viele Fragen und Schreiben, dass es erstens gut aussieht und zweitens, wie sich das anfühlt, wie lange es gedauert hat und so. Das habe ich euch ja alles schon erzählt. Wie gesagt, 2 Stunden hat es gedauert. Und es tat schon ordentlich weh. Also, das kann man schon sagen. Aber am Anfang habe ich gesagt, ich würde nochmal lieber eine Geburt überstehen, aber ich würde mir lieber nochmal eine Zahnspange rausnehmen lassen, als eine Geburt zu überstehen. Also ist doch nicht so schlimm. Aber es tut trotzdem schon weh. Ja, jetzt fahren wir noch schnell einkaufen, weil ich kann, wie erwartet, nicht essen. Also ich kann auf den Backenzähnen kauen und deswegen wollen wir irgendwie so Ravioli oder irgendwie sowas, was man halt nicht abbeißen muss, sondern halt, was man halt irgendwie nur kauen muss, damit ich überhaupt irgendwas zu essen bekomme. Und ja, sonst gehen wir gleich wieder auf die Baustelle. Wir waren ja heute Morgen, vorhin schon, ich habe hier Farbe in den Haaren. Und werden versuchen im Schlafzimmer, oder Felix Tagesziel ist heute im Schlafzimmer Laminat gelegt zu haben. Aber das seht ihr alles in dem Bauvlog. Ich zeige euch das in diesem Mal ein bisschen besser. Hoffentlich versuche es. Ich glaube, letztes Mal hast du es ja gar nicht gezeigt, ne? Genau. Kannst ja Schritt für Schritt mitverfolgen. Ja. Dann können sie alle meckern. Also, Felix macht das voll falsch. Und genau. Dann gehen wir gleich wieder auf die Baustelle und dann ist der Tag auch eigentlich schon vorbei. Die Kleine wird nachher nochmal gebadet von mir. Felix fährt ja nachher nach Hause. Und dann bade ich die Kleine nochmal. Und genau, sonst war es eigentlich unser Tag. Kannst du mich nächstes Mal vorwarnen, dass ich mir die Hose hochziehen kann? Hallo, meine Lieben, guten Morgen! Ich habe die erste Nacht ohne Zahnspange überlebt. Und ja, man gewöhnt sich langsam dran. Die Kleine ist, wie ihr seht, in der Federwege. Ich habe sie gerade gestillt und habe sie in den Kinderwagen gelegt. Unten ist sie eingeschlafen, dann konnte ich kurz Wäsche abhängen. Dann habe ich den Kinderwagen aber kurz bewegt, weil er da hinten stand und ich ihn hier vorne hinstellen wollte. Dann ist sie wach geworden. Jetzt habe ich sie in den Federwagen gelegt. Mal gucken. Sie hat schon ganz, ganz kleine Augen. Sie wird gleich einschlafen. Und das ist auch immer so eher Morgenschläfchen, Vormittagsschläfchen, sage ich mal. Das hat sie jeden Tag. Genau, jetzt habe ich gerade ein Video für euch geschnitten. Und direkt hochgeladen für heute. Und diesen Vlog werde ich direkt schneiden für morgen. Also ich bin ganz fleißig hier schon. Und dann wollte ich gleich noch meine neue Nähmaschine ausprobieren. Ich habe mir eine neue Nähmaschine gekauft, eine Overlock. Und ja, die wollte ich gleich noch ausprobieren. Steht nämlich seit 2 Tagen oben und ich habe noch keine Chance gehabt, sie auszuprobieren. Darf sie gleich erstmal schön einfädeln. Genau. Also Wäscheabgänge habe ich auch schon. Die kleine Maus war heute etwas früher wach. Um 5 war sie schon wach. Und genau, deswegen startet der Tag bei uns einfach ein bisschen früher. Und wir haben es jetzt, glaube ich, kurz nach 8. Also ja, das ist so bis jetzt unser Morgen gewesen.
Ich werde jetzt gleich mal das Material von diesem Block hier sichten und mal schauen, wie viel zusammengekommen ist. Und dementsprechend entscheide ich dann, ob ich heute noch weiter vlogge oder nicht. So, meine Lieben, ich habe jetzt Wäsche gemacht und alles und habe jetzt mich gerade noch so ein bisschen um Instagram gekümmert, habe da so ein bisschen was in die Story gepostet und die Kleine schläft immer noch seit 1,5 Stunden jetzt schon und ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte, also Wäsche gemacht und so und jetzt wollte ich eigentlich noch ein Video drehen, aber ich habe gar keine Idee und deswegen habe ich euch jetzt mal auf Instagram gefragt. Also, falls ihr Videoideen habt, dann einfach mal bitte in die Kommentare, weil ich habe einfach gar keine Ideen derzeit. Genau, und jetzt, meine Nähmaschine habe ich übrigens auch schon aufgebaut. Und jetzt muss ich ein paar Steuersachen machen. YouTuber heißt nicht nur vor der Kamera sitzen und so. Und genau, deswegen kommen jetzt ein paar Steuersachen. Also ich muss mich jetzt ein bisschen um meine Steuern kümmern. Und das mache ich jetzt kurz, es dauert aber auch nicht lange. Und dann hoffe ich, dass die Kleine noch schläft. Frühstücken konnte ich nämlich auch schon. Ein Traum heute. Genau, und dann wollte ich ein Video drehen. Also wenn ich denn eine Idee habe, dann drehe ich ein Video. Mal schauen. Also wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, dann immer gerne in die Kommentare. Aber halt so Videos, die ich halt jetzt direkt drehen kann und nicht halt erst in ein paar Wochen oder so. Also die ich jetzt drehen kann. Ja, da wippt die Kleine vor sich hin. Ja, ich habe gerade auch noch Thumbnails bearbeitet für die Videos und so. Also ich bin wirklich schon sehr, sehr fleißig heute Morgen. Jetzt muss ich, wie gesagt, einfach noch die Steuersachen machen. Aber jetzt meckert die Kleine schon. Oh. Mal schauen. Genau, und dann werde ich mich gleich noch ein bisschen an die Nähmaschine setzen. Wenn ich dann keine Videoideen von euch bekomme, also auf Instagram, weil ich da keine Ideen bekomme, dann werde ich mich gleich in die Nähmaschine setzen und dann, genau. Jetzt aber erstmal meine Steuer. So, meine Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg zu Obi mal wieder. Waren wir ja gestern nicht schon. Keine Werbung. Weil wir noch so Abdeckfolien für die Türen brauchen. Mit so einem Reißverschluss und so halt, damit das alles schön dicht ist. Wenn wir die Möbel in den Schlafzimmer und Kinderzimmer aufbauen. Genau, deswegen brauchen wir so Abdeckfolien. Die dann die Türen machen, damit da kein Staub reinkommt, weil wir im Flur und so ja noch relativ viel Dreck machen werden. Genau, und sonst müssen wir gleich noch zur AOK, also zu unserer Krankenversicherung, weil... Auch keine Werbung. Auch keine Werbung, weil wir haben immer noch keinen Bescheid bekommen. Die Kleine hat immer noch keine Karte, obwohl wir schon direkt nach der Geburt das alles losgeschickt haben. Und ja, deswegen müssen wir da noch mal ein bisschen Radau machen. Und... Ja, das machen wir jetzt noch. Dann brauchen wir noch Hundefutter ganz dringend. Und dann geht's gleich wieder auf die Baustelle. Oh, Felix ist schon heiß. Weil er unbedingt Laminat legen möchte weiter. Genau, er war gestern schwer davon abzubringen, sage ich mal. Weil er unbedingt weitermachen wollte. Genau, das machen wir jetzt. Ab zur Obi, dann ab zur Krankenkasse und dann noch schnell Hundefutter kaufen und dann ab auf die Baustelle. So, meine Lieben, wir sind hier zu Hause und wir stillen hier gerade. Waren gerade noch ein bisschen spazieren. Genau, ich hoffe, euch hat der Vlog jetzt gefallen. Ich will mich jetzt direkt ans Schneiden machen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat er gefallen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!